Moin moin liebe YouTube-Süchtigen, moin moin liebe Messerfreunde. Ja, Christoph, du bist schuld. Nur du bist schuld. Ja, ich hatte ja von Christoph die City Tools da und ja, das City Tool 1 heißt das, glaube ich, mit der einfachen Klinge. Das hat mir wirklich super gefallen und nur ich hätte das gerne in Carbon gehabt. Und so habe ich immer mal ein bisschen rumgeschnüffelt und getan und ja, ich habe es gefunden, sehr günstig sogar. Das war nämlich vor 2 Tagen, ja, Montag war das, ich glaube, Montag war das, glaube ich. Da war das bei Amazon für 25 Euro zu bekommen mit Carbon-Griffschale. Und da habe ich vorzugeschlagen, da gab es bloß 2 Stück von. Und jetzt habe ich geguckt, jetzt liegt es wieder bei 36 Euro. Hier steht auch noch ein Preis drauf von 36,95 Euro. Na, Kamera, komm. Naja, gut. Auf jeden Fall, ich habe es mir bestellt. Heute kam es an. Wollte ich euch bloß kurz mitteilen. Denn ich glaube, vorstellen brauche ich das Messer nicht mehr. Es kommt in dieser schönen Magnetverpackung von Böker, was ich immer wirklich super finde. Und da ist das gute Stück. Also ich finde die Optik einfach super. Muss ich ganz ehrlich sagen, also ich mag dieses laminierte oder mit Carbon laminiert. Das mag ich sehr gerne. Ja, das City Tool habe ich ja schon vorgestellt. Nochmal eine schöne Klinge, ungefähr dieselbe Größe wie Victorinox, nur hier haben wir natürlich eine etwas brauchbarere Klinge, ist wenigstens meine Meinung. Ja, der Glasbrecher, den kann man getrost abschrauben, ich lasse ihn mal dran und wir haben einen wunderschönen Clip. Was mir allerdings aufgefallen ist, ich habe den Clip umgesetzt, er saß hier und wenn ihr genau guckt, ich habe eine Schraube nicht ganz reingedreht. Na komm. Und zwar hat das seinen Grund. Denn diese Schraube drückt wohl anscheinend, wenn ich sie ganz reindrehe, auf die Klinge. Und der Klingenstand verstellt sich dann, beziehungsweise das Öffnen und Schließen wird dann enorm erschwert. Und darum habe ich es mal ein klein bisschen rausgelassen. Das liegt natürlich daran, wenn man jetzt guckt, hier beim Clip ist die Schraube auch ein wenig weiter raus. Und so wird sie dann wohl ein klein bisschen zu weit reingehen. Aber naja gut, nichtsdestotrotz, wunderschönes Messer, kann ich euch empfehlen. Und ja, das wird mein täglicher Begleiter nun, passt in jeder kleinen Tasche. Und ja, bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Video, euer Hans-Dieter. Ciao. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Wenn nicht, könnt ihr auch gerne ein Dislike da lassen. Über einen Kommentar würde ich mich natürlich freuen. Und wenn ihr Fragen habt über Ausrüstung, über die Gegenstände, die ich vorstelle, dann guckt doch mal unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr diverse Links, wo ihr die Möglichkeit habt, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und wenn ihr natürlich kein Video mehr verpassen wollt, weil ihr das so super geil fandet, dann könnt ihr natürlich den Kanal auch kostenlos abonnieren. Und bis dahin, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Video. Das war's, euer Hans-Dieter. Ciao.